Ja, willkommen meine Freunde zu einer neuen Folge Noobs Zocken Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, wir haben unser Schiff aufgerüstet mit einer männlichen Ressource oder mit männlichen Ressourcen und somit haben wir jetzt eine schlagkräftige Mannschaft, die sich den Spaniern, Engländern und Franzosen und anderen Piraten entgegenstellen kann. Also wollen wir doch mal zurück auf unser Schiff und weg von den anderen. Wir wurden ja im letzten Let's Play ein bisschen ausgelacht dafür, dass wir zum Observatorium wollen. Ah, wer sitzt denn hier? Hier sitzt irgendjemand, der uns eine Mission anbietet. Hey, du möchtest uns Prisen und Plünderungen anbieten? Na, dann wollen wir doch die Mission starten. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi! Gut, ja. Das hört sich doch danach an, als wären wir jetzt erstmal ausgebildet zum richtigen, wahren Captain. Oh, Captain, mein Captain. Mal sehen, was uns diese Mission jetzt bringt und ob wir irgendwas freischalten können. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Du wirst gar nichts finden, wenn du so in die Sonne starrst. Ja, dann hör doch mal auf zu quatschen, damit ich auch meinen Leuten oder den Zuschauern hier mal erklären kann, dass ich R1 drücken muss, um das Fernrohr zu benutzen. Dann benutzen wir doch mal das Fernrohr und schauen uns mal gelandet um. Nee, das ist Nassau. Nassau wollen wir jetzt nicht mehr anlegen. Ey, was haben wir denn da? Schau an, ein Schoner Stufe 4 Santa Leocadia. Das wäre eine schöne Beute. Gut, dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Wirst du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Ja gut, ich habe mich umentschieden. Wir nehmen den Schoner Stufe 4 Santa Clara aufs Korn. Feuere nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das... Einfach immer ein bisschen drauf da, ne? Hat du Stress? Jetzt haben wir ein Schiff manövrierunfähig gemacht. Ja, manövrierunfähiges Schiff. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können dann entweder näher heransegeln und Kreis drücken, um es zu entern und zu versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern. Ich wollte Ware sagen, aber gut. Oder es beschießen und versenken und die Hälfte der Fracht zu erbeuten. Hm, okay. Ich bin aber dafür, dass wir eher... ist kampfunfähig und auch schon ordentlich kapern, wa? Also halte auf jeden Fall. Ah, ne, ich muss da erstmal ran. Ich muss da erstmal näher ranfahren, wa? Näher ran! Enterhaken sind bereit, na dann. Ab aufs Deck. So, jetzt geht Enten los und jetzt holen wir unser Schiff. Den schone Enten, gegnerische Crew töten 5. Na, dann wollen wir mal gucken. Was können wir hiermit machen? Oh, hiermit können wir schießen, wa? Armer Mann, jetzt bist du nicht mehr so fluffig. So, wir haben 2 getötet. Und dann wollen wir mal rüber auf das andere Schiff.
Und mal gucken, wer da so sich uns entgegenstellen will. Gar keine. Alle haben irgendwie Angst. Hallöchen, du wolltest dich... Ja, er hat sich gewehrt. Gut, dann machen wir den letzten mit einem Schuss kalt und somit haben wir das Schiff übernommen. Wir sind so großartig. Tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Englisch? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Ja, gut, wenn man sich nicht mit den Leuten unterhalten kann, dann kann man auch keine Autorität zeigen. Aber wir haben das Schiff geändert und was wollen wir damit machen? Natürlich unser Schiff reparieren, also gleich mal alles Rinder. Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Na, zum Glück fährt da schon wieder ein kleines nächstes Bötchen. Das können wir uns dann gleich mal holen. Kapsegel! Nee, so nicht, mein Freund. Pass mal auf. Zeig dir das. Immer schön Rüfter. Ich glaub noch einmal und dann geht los. Was war das? Warum? Kanone bereit! So, dann haben wir das Schiff gestoppt. Ha! Nichts mit wegfahren hier. Ich frage mich nur gerade, warum. War gerade Zeitlupe, aber ist okay. Ging ja trotzdem weiter. Dann holen wir uns auch noch das Schiff. Wir müssen noch einen Gegner mit der Drehbasse hier. Mit dieser Drehbasse hier. Brasse oder Basse. Töten. Machen wir das mit dem. Hey, verdammt. Du warst gut. So, Pech gehabt. Leider musstest du so töten. 20 Fässer rum müssen wir noch schnappen. Hallo, ich komme von oben. Hast du nicht gedacht, wa? Ey, Jungs, ihr habt hier so ein bisschen Wassereinbruch. Aber nur so ein bisschen. Ey. So nicht, mein Freund. Also ich stehe jetzt hier nur rum und mache gar nichts so, aber den letzten hole ich mir jetzt und dann gehört auch das Schiff uns und wir können unser Schiff wieder reparieren. Das Schiff braucht hier eh keine mehr. Das ist schon Schweizer Käse. Schiff entern, was soll mit dem Schiff geschehen? Natürlich unser Schiff reparieren. Was ist denn los? Was eine Frage überhaupt? Guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Nein. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat. Nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Ja, ehrliche Könige sind wahrscheinlich das Rarste auf der Welt. Wir haben uns jetzt aber ein Schiff markiert, was noch etwas rum mit sich führt. Das können wir uns dann nochmal schnappen. Dann können wir auch das optionale Ziel noch unten erfüllen. Und sind noch etwas bisschen
besser drauf als sonst. Und ja, ich habe, glaube ich, jetzt da einen Schiffbrüchigen einfach, naja, zurückgelassen. Das macht man nicht, ich weiß, aber wir sind ja gerade auch eher auf Carpertour und wollen uns diese Schiffchen hier schnappen. Und wenn wir die Welle genommen haben, kann ich das Schiff auch angreifen, glaube ich. Bin ich der Meinung? Na. Ja, ich habe getroffen. Bin mir nicht sicher, wenn ich das jetzt nehme. Nein, das Schiff fliegt nicht in die Luft. Aber wir können das jetzt hier nochmal entweder rammen oder so. Machen wir das so und dann können wir das ändern und zack, das ging relativ schnell, oder? So ein kleines Boot zu übernehmen ist schnell gemacht. Jetzt müssen wir nur noch auf das andere Boot kommen. Wie machen wir das? Na, am besten damit. Zack. Oh Gott, hey, ha, du hast mich nicht getroffen. Aber du hast mich getroffen, verdammt. Okay. Dich mag ich nicht. Dich mag ich auch nicht. Ich würde gerne einfach mal eine Waffe von euch haben. Gib mir mal deine. So, und wer will noch Stress? Du auch? Ei, supporten. So, nee, waren das noch nicht alle. Gut, wir haben gewonnen. Ja, auch das Schiff haben wir uns geschnappt und können nun den... Können noch ein bisschen Rom erbeuten. Jungs, wollt ihr zu mir gehören oder doch lieber zu den Feinden? Entscheidet euch. Ein Crewmitglied haben wir dazu gewonnen. Tja, nicht gerade viel, aber wir können unser Schiff reparieren, was keinen Schaden davon getragen hat. Aber naja, okay, gut. Jetzt bin ich aber der Meinung, sollten wir... Ja, wir haben das optionale Ziel von 20 Fässer rum auch noch erledigt. Hier haben wir noch so ein Bötchen, was uns ans Leder will. Warum willst du uns ans Leder? Hä? Siehst du mir an? Ja. Und versenkt. Hättest dich mal nicht mit uns angelegt. So macht man das aber nicht. Wir segeln jetzt, glaube ich, erstmal nach Nassau zurück und verkaufen unsere schöne Ware, die wir gerade erbeutet haben. Ich hoffe, dass wir nach Nassau fahren. Ich kann mich natürlich auch täuschen und wir fahren irgendwo anders hin. Die Welt ist groß, wir haben Zeit und wer segeln kann, kann ja fast alles auf dieser Welt erreichen. Aber Jungs, warum singt ihr eigentlich nicht mehr? Ja, ich habe nämlich herausgefunden, dass man neue Liedtitel bekommen kann, wenn man irgendwas findet. Ich glaube, das sind irgendwelche Zeilen und Papierstücke, die man sammeln muss. Und dann kann man den guten Jungs auf unserem Schiff paar neue Lieder beibringen, damit die ein bisschen happy sind, wenn das in die Schlacht geht. Wo geht er denn jetzt hier hin? Das sieht aber irgendwie ein bisschen doch nach Nassau aus, oder? Bam, bam. Wo geht's hin? Auf jeden Fall sieht das echt schön aus, wie man sich hier in diesem Wasser bewegt mit dem Boot. Lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel zu spielen. Ich fand die Idee allgemein mit dem schnellen Wechsel von Schiff zu Landmissionen und Landspiel sehr angenehm und auch, muss ich sagen, auch wenn vielleicht andere Leute Assassin's Creed 3 nicht so gerne mochten, ich habe das Spiel echt gerne gemocht. Das Setting war super, endlich mal ein bisschen moderner, nicht so, ich würde jetzt sagen, altbacken. Ja, ich mache jetzt hier mal die Jungs aus, die sind mir ein bisschen laut. Gut gesungen, Männer, ich danke. Wir segeln gerade nach Salt Key. Okay, einen mittelstarken Rumpf kaufen. Dann holen wir uns jetzt mal einen mittelstarken Rumpf. Gehen mal zu hier dem Seilchen und zack. Erstmal rüber auf... Erstmal an Land gehen, ne? Der Captain geht als erstes an Land. Der hat hier das Sagen. So. Kann mir was kaufen. Was? War ich dir gerade zu laut bei meinem Gespräch oder was? Ach nee, das war deine Angel. Da hat sie angehört wie... Psch. Da war der gut. Reden.
Necesita ayuda, caballero. Was hast du gerade gesagt? Naja, okay, aber wenigstens verstehst du, dass ich was kaufen möchte und meinen mittelstarken Rumpf haben möchte. Also, gib mal her, hier hast du ein bisschen Geld. So sieht's aus, unser mittelstarker Rumpf wird auch gleich, ja, installiert. Das Update wurde draufgezogen. Mission beendet, jawohl. Erinnerung 3. Prisen und Plünderung, optionale Ziele, Seeleute mit Drehbasse töten. 3 von 3 haben wir gemacht und 20 Fässer rumplündern, damit die Leute ordentlich was zu saufen haben, das haben wir auch gemacht. Liebe Leute, damit bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt, wenn euch das Video gefallen hat und euch vielleicht aufgefallen ist, dass die Qualität des Videos etwas besser geworden ist, dann schreibt mir doch das in die Comments, auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt, mit mir quatschen wollt, wenn ihr mit mir zum Beispiel Battlefield spielen wollt, dann schreibt mir das in die Comments, sagt mir euren Namen oder addet mich bei PlayStation Network. Meinen Namen dazu findet ihr bei YouTube in dem Reiter über uns. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es heißt Noobs Zocken Assassin's Creed 4 Black Flag. Hau drin!